Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Hallo, bevor ihr mit der heutigen Folge anfangt, wollte ich nur kurz darauf aufmerksam machen, dass es in dem Film, der hier besprochen wird, nämlich Cold Chain, um Abtreibungen geht. Und wenn euch das Thema zu sensibel ist oder ihr das nicht hören wollt, dann lasst diese Besprechung vielleicht einfach aus und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ansonsten viel Spaß mit der Besprechung. Hallo und willkommen beim Telestammtisch. Heute bin mal wieder ich dran und ich habe einen Film mitgebracht, nämlich Cold Chain. Den Film bespreche ich aber nicht alleine, sondern ich habe mir meine liebste und wohlbekannte Podcast-Partnerin geschnappt, nämlich die Kathi. Oh, das war eine sehr, sehr nette Moderation. Danke. Hi. Ja, sehr gerne. Ja, wir haben lange keinen Film mehr zusammen gemacht. Das stimmt, ja. Es ist viel zu lang her. Deswegen bin ich umso glücklich, was wir den heute jetzt machen. Ja, ist zwar vielleicht nicht so das schönste Thema, aber, glaube ich, ein sehr wichtiges Thema. Wir haben nämlich beide den Film Cold Chain gesehen, der nächste Woche ab 1. Dezember im Kino läuft. Kathi, möchtest du uns denn sagen, wer oder was ist denn Chain? Also, ich habe hier den offiziellen Pressetext von Polyfilm und zwar Joy, Hausfrau und Mutter wieder neu schwanger. Der Arzt warnt sie, dass die späte Schwangerschaft eine ernsthafte Gefahr für Leben darstellt. Doch Abbrüche sind gesetzlich verboten und der männliche Klinikvorstand will bei Joy keine Ausnahme zulassen. Niemand kann ihr helfen, bis sie auf die Chains trifft. Eine Gruppe, die im Untergrund dafür kämpft, Frauen wie Joy eine Wahl zu ermöglichen. Die Chains retten nicht nur Joys Leben, sondern geben diesem auch eine neue Bestimmung. Sich intensiv für die Rechte der Frauen zu engagieren, gegen die Männerherrschaft in den konservativen USA zu kämpfen und anderen Frauen zu helfen. Also es geht im Prinzip um eine Gruppe, die sich eben die Chains nennt, die illegale Abtreibung in den 60ern und 70ern in den USA vornehmen. Eigentlich ein trauriges Kapitel und leider auch wieder ein aktuelles Kapitel, dass eben in den frühen 60ern, also heute in den 60ern generell, Abtreibungen verboten waren und nur unter ganz, ganz bestimmten Voraussetzungen erlaubt waren. Genau, und ich glaube, im Film ist es sogar so weit, dass sie, also die Joy, nur eine 50%ige Überlebenschance hat bei Geburt des Kindes und halt dieser ganze Klinikvorstand aus alten, weißen Männern, es ist halt einfach so besteht, die halt meinen, ja, nein, 50% sind genug, dass man das Kind nicht abtreiben kann, weil das ist doch eine hoch genug Chance, dass beide das überleben und warum sollte man dann das abtreiben? Und das ist halt, da dreht es einem halt echt den Magen, wenn man das sieht. Und ja, wie du gesagt hast, das Thema ist leider aktueller denn je. Ja, also ich muss auch sagen, also diese Szene, wo die dann eben bei diesem Krankenhausvorstand vorsprechen mussten und halt begründen und darlegen mussten, warum jetzt hier eine Abtreibung notwendig ist, weil es wirklich eben für die Mutter lebensgefährlich gewesen ist, aber auch um eventuell fürs Krankenhaus keine Rufschädigung vorzubringen, haben eben die, wie man es halt so schön sagt, die alten, weißhaarigen Männer entschieden, wir stimmen der Abtreibung nicht zu. Und ich fand dieses Gespräch halt auch generell so extrem, weil sie war anwesend, aber man hat nicht mit ihr gesprochen, sondern man hat immer über sie gesprochen. Fand ich halt fürchterlich, die Szene. Also sie war gut, aber es entspricht leider der Realität, aber sie macht halt sehr, sehr wütend. Ja, das ist dieser ganze Film. Also da sind halt Sachen dabei, da kann man nur den Kopf schütteln und eigentlich denken, dass es heutzutage besser ist, ist es aber leider oft immer noch nicht. Und ich habe den vor 3 Monaten mittlerweile, glaube ich, schon fast in der Sneak gesehen. Und wir hatten tatsächlich auch Leute in der Sneak, die rausgegangen sind aus dem Film. Ich weiß nicht, ob er ihnen zu heftig war, weil dann doch auch sehr genau beschrieben wird, wie so eine Abtreibung funktioniert und so. Oder mir einfach nicht gefallen hat, aber das finde ich schon immer bezeichnend, wenn Leute aus dem Film gehen. Ja, das Schlimme ist ja auch, also der Film zeigt ja dann auch quasi die Hilflosigkeit, also du machst dich eben strafbar, wenn du halt dann irgendwie auch eine Abtreibung vornehmen lassen willst, weil es ist halt dann eben alles illegal. Aber es, da tut sich dann natürlich irgendwie so ein Untergrundthema auf, sag ich jetzt mal, weil sie ist ja auch dann in der ersten Klinik, wo sie das vornehmen lassen will, das halt alles mehr als unseriös und gefährlich ausschaut und wo man jetzt auch nicht sagen kann, ist, ob hier alles so hygienisch und standardmäßig ist, wie man es in einem Krankenhaus hätte. Ja, absolut. Diese erste Klinik, wo ich das machen will, da wäre ich auch wieder schnell rausgerannt von dort, weil das war mehr gruselig als alles andere. Ja, und das ist dann eigentlich der Grund, warum sie dann eben diesen Zettel findet, wo da eben oben steht Cold Chain und ruft sie dort an und dann kommt sie eben in dieses Netzwerk von
Frauen rein, die gegen Geld halt an einen Arzt vermitteln, der dann eben Abtreibungen vornimmt. Und das Ganze basiert ja auch auf wahren Begebenheiten. Also dieses Chain-Kollektiv gab es ja wirklich in den USA und die haben halt das jahrelang gemacht, was nicht viel beschrieben wird. Sie haben illegal Abtreibungen vorgenommen, um Frauen eben zu helfen. Und dann eben mit dem, ich glaube, mit der Legalisierung dann irgendwann ist das ganze Kollektiv dann auch zersplittert. Aber das war halt ihr Kampf. Und das, also ich finde, auch wenn der Film ein sehr schweres und hartes Thema hat, logischerweise, durch diese ganzen Abtreibungsgeschichte, aber er schafft es trotzdem halt, diese Hoffnung zu zeigen. Also sie ist halt am Anfang, sie wohnt in einer komplett republikanischen Nachbarschaft und alles. Sie ist am Anfang, interessiert sie sich eigentlich so gar nicht für das, was um sie herum passiert oder was politisch generell so passiert. Und dann kommt sie dort rein und dann macht sie diesen Wandel durch und wird halt eine Aktivistin eben für das Legalisieren von Abtreibungen. Und das ist schön zuzuschauen, wie sich eben ihre Meinung zu dem allen ändert und wie sie sich noch selber engagiert und anderen Leuten hilft und so weiter. Und das zeigt halt, dass es möglich ist, Sachen zu ändern, wichtig ist, Sachen zu ändern und sich dafür einsetzt und dass das trotz aller Hindernisse doch ein gutes Ende nehmen kann. Ja, sie emanzipiert sich da dann eben mehr und mehr, würde ich jetzt einmal sagen, und auch natürlich ihr politisches Denken ändert sich ein bisschen oder sie interessiert sich mehr und mehr dafür. Was halt auch schön war, eben in dem Film zu sehen, ist halt eben dieser komplette Frauenzusammenhalt. Weil es gab ja dann quasi auch noch, sag ich jetzt mal, sowas wie eine medizinische Nachbetreuung. Also die Frau nach dem Eingriff wurde halt quasi betreut, also sie hat was zu essen bekommen, es wurden halt Ratschläge gegeben, wie es ihr die nächsten Tage so gehen wird, was auf sie zukommen könnte, gefühlsmäßig. Also es war halt schon sowas wie ein Rundum-Service. Genau, und sie ruft dann ja auch nachher nochmal an und machen so ein Check-up im Prinzip, wie es denen geht. Ja, das ist schon ganz nett. Genau, und wie du gesagt hast, sie kommt dann so mehr und mehr in das Thema rein, interessiert sich dann auch für den Abtreibungseingriff per se, was davor vor sich geht. Fand ich jetzt dann auch etwas heikel, aber klar, was willst du tun, wenn du keine anderen Möglichkeiten hast, dass sie dann von dem Arzt, der in dem Jane-Kollektiv eben diese Abtreibungen vornimmt, der lernt sie dann quasi an, auch diesen... Mehr oder minder freiwillig. Ja, aber er bringt dir das dann bei, wie das funktioniert oder wie das klappt. Das ist ja trotzdem ein medizinischer Eingriff, aber ja, also man merkt halt alle im Film, dass der Arzt, sag jetzt mal, der das vornimmt, jetzt auch nicht unbedingt die mitfühlendste Person ist. Also ich glaube, also er macht das schon alles korrekt und in Ordnung und es wird auch im Film erzählt, dass es nie irgendwelche Todesfälle gegeben hat bei den ganzen Abtreibungen, die durch diesen Kreis, sag ich jetzt mal, vorgenommen worden ist. Aber es ist halt trotzdem auch sehr gefährlich, wenn eben nicht medizinisch geschultes Personal solche Eingriffe vornimmt. Aber es ist ein Wagnis. Also sie bricht ja total aus ihrer Komfortzone aus, indem sie halt dann auch sagt, okay, ich will diesen Eingriff vornehmen, weil sie ist halt eigentlich eine Person, wie man sich das halt vorstellt, so ein Hausmütterchen der 60er Jahre. Aber dadurch ändert sie sich schon sehr in der Persönlichkeit. Ja, aber auch zum Positiven. Also es soll jetzt nicht negativ klingen. Wie gesagt, ich möchte den Film nicht schlecht, weil es ein verdammt wichtiges Thema. Es gibt trotzdem einzelne Sachen, die ein bisschen gestört haben, was dir war. Also ich finde, dass er nie wirklich eine Bedrohung hatte. Also es klar, es ist alles, was sie machen, da ist illegal. Aber ich habe nie das Gefühl gehabt, dass irgendwie von außen da eine Bedrohung ist. Sei es jetzt die Polizei, sei es wie die Tochter draufkommt, sei es ihr Mann, sei es sonst wer, Nachbarn oder was auch immer. Ich habe nie die Angst gehabt irgendwie, dass sie entdeckt werden. Ich weiß nicht, ob das, ich meine, vielleicht soll das auch so sein, weil es ihr ja auch im Prinzip wurscht ist, ob sie entdeckt oder ihnen, das ist eine Gruppe ja wurscht ist, im Prinzip, ob sie entdeckt werden oder nicht. Sie wollen das ja machen. Aber ich finde, manchmal plätschert der so vor sich hin und hat nicht wirklich jetzt eine Bedrohung, die aufgebaut wird, die sie aber eigentlich schon gibt, weil das ist halt alles hart illegal, was die machen. Und es gibt genug Leute, die da halt absolut gegen sind, gegen diese Abtreibungen. Deswegen, weiß nicht, wie es dir dabei gegangen ist. Ja, das stimmt. Also das Einzige, was mir aufgefallen ist, war halt ziemlich am Anfang, wo sie halt den Kontakt aufgenommen hat. Da hat man noch gemerkt, wie vorsichtig sie sind, weil sie wurde zwar abgeholt, aber sie hat keine Namen erfahren, sie musste sich die Augen verbinden, damit sie nicht sieht, wo sie hingebracht wird, es gab ein Klopfzeichen, aber ja, das wurde halt einmal gezeigt, dass man halt sehr vorsichtig ist und nicht jedem alles erzählt, aber ja, dass man mal so mitkriegt, eventuell, dass die Polizei hinter ihnen her ist, dass sie mal irgendwie befragt werden oder irgendwer misstrauisch wird, das kommt nicht vor, das stimmt. Es hat mich aber jetzt nicht so sehr gestört, muss ich auch sagen. Also ich fand den Film so schon überwältigend genug, also ja. Aber da ist nur aufgefallen, dass es eben halt nie diese Bedrohung gibt, die halt eindeutig da ist, wenn man darüber nachdenkt, weil
wie gesagt, das ist halt alles nicht legal, was die machen und auch sehr verpönt und anscheinend auch immer noch. Also ich habe vorhin nachgeschaut, das ist wieder, finde ich, bezeichnend. Der Film hat in Amerika eine Altersfreigabe ab 17 und in Deutschland ab 12. Und ich glaube nicht, dass sie fluchen, wenn ich mich erinnern kann. Und auch sonst, also dann ist es halt wahrscheinlich dieses Thema, was dort sensibler ist. Es ist dieses Thema und ich habe ja vorher halt auch nochmal recherchiert und habe da einen Artikel gefunden, was ich sehr interessant gefunden habe. Das war ja alles wieder so dieses Jahr im Juni, wo auf der einen Seite bei uns in Deutschland ein Paragraph abgeschafft worden ist, weil bisher bei uns in Deutschland quasi verboten gewesen ist, sage jetzt mal, Werbung für den Schwangerschaftsabbruch zu betreiben. Also dazu galt auch schon quasi, dass in Arztpraxen oder im Internet geworben wurde, so quasi, wir nehmen auch Schwangerschaftsabbrüche vor. Das stand in Deutschland auch unter Strafe, wurde jetzt abgeschafft und zeitgleich oder kurz danach oder kurz davor wurde quasi in den USA die Abtreibung wieder unter Strafe gestellt. Also wieder genau einen Rückschritt gemacht. Alles traurig. Und deswegen ist der Film, deswegen gibt es auch vielleicht zurzeit auch einige Filme, die sich um das Thema drehen. Und deswegen würde ich auch auf jeden Fall jedem und jeder empfehlen, sich diesen Film anzuschauen, weil der halt echt ein beeindruckender Zusammenhalt da zeigt und eine beeindruckende Organisation zu einem sehr, sehr wichtigen Thema. Ja, und es ist eben echt erschreckend, dass die USA, statt irgendwie einen Schritt nach vorne zu machen, jetzt ja ungefähr 50 Jahren jetzt wieder diesen Schritt macht und sagt, nee, wir verschärfen es jetzt wieder. Es gibt dann immer noch, also es ist, glaube ich, schon noch dann den jeweiligen Bundesstaaten in ihrem Regelwerk, also wie streng sie es machen wollen. Und natürlich gibt es da eher als konservative Bundesstaaten, die das halt alles noch schwerer und noch mehr unter Strafe stellen. Es gibt natürlich auch die liberalere Staaten. Aber du kommst halt wieder in diese Geschichte rein. Es wiederholt sich. Es kann dann auch wieder passieren, dass dann Frauen halt wieder zu Mitteln oder Möglichkeiten greifen, die dann wieder für sie gesundheitsgefährdender sind, als wenn sie eben von medizinischen Personal diese Abtreibung vornehmen wollen. Und ich finde es halt ein wirklich sehr trauriges Kapitel, dass sich jetzt das wieder so wiederholt oder dass eben jetzt in den USA wieder weiße, grauhaarige, alte Männer in irgendwelchen Senats- und Repräsentantenhäusern wieder dafür gestimmt haben, dieses Abtreibungsrecht wieder zu kippen. Ja, ich glaube, für den Film gibt es von uns beiden eine absolute Empfehlung. Ja. Und wenn du nichts mehr zum Sagen hast, könnten wir dann, glaube ich, zum Abschluss kommen, oder? Wie Kati schon gesagt hat, wir können den Film jedem, der es interessiert, nur ans Herz legen. Wie gesagt, er kommt am 1. Dezember ins Kino. Ich hoffe, bleibt gesund und ich hoffe, wir hören uns irgendwann mal wieder. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.